Nacht heute mit Lena, die frisch entschleunigt nach dem Song Contest gekommen ist. Dann die Hardcore-Moderatoren Joko und Klaas sind da und ich freue mich auf Musik von Casper, das wird ganz, ganz toll. Und dann haben wir ja in Österreich noch eine ganz schräge Kapelle ausgegraben, die Holzdorne im Big Bamboo Club oder so ähnlich. Aber die sind toll, ich freue mich, ich freue mich. Wir haben wahnsinnig viele junge, hübsche Leute heute in der Show. Irgendwas ist, warum wohl, warum wohl? Hallo! Schmalmachende Shirt anziehen. Welches Shirt? Na, das Shirt ist so schmal. Guck mal. Wollt ihr, das ist ein ganz normales Shirt. Ja, du bist so schmal und dein Shirt macht es noch schmaler. Tatsächlich? Ja, guck mal, ich habe natürlich jetzt noch. Guck mal, du hast einen schmalen Gürtel. Ja, ja, ja. Ich habe dafür einen schmalen Gürtel genommen. Man soll aber ja eigentlich breite Gürtel nehmen, damit man selber schmaler wird. Deswegen kamen mir die breiten Gürtel eigentlich sehr entgegen. Aber Hase, du bist so schmal, dass du keinen breiten Gürtel brauchst. Aber Mausi, ich arbeite ganz anders als du. Ich habe früher auch so gearbeitet und jetzt arbeite ich, das geht immer höher. Ne? Und kriegt hier den Gürtel und da, wo es der einzige Punkt, wo es noch ein bisschen schmal ist, der wird hervorgehoben. So, was trinkst du? Bier oder lieber Wein? Wein, bitte. Ehrlich? Oh Gott, Bier. Nee, toll. Ich trinke Bier. Rot oder weiß? Weiß. Und wollen wir einfach eine Schorle trinken? Ja. Weil dann sind wir nicht so ganz so schnell besoffen. Nicht so total breit sofort am Anfang. Ja, ja, ja. Wir würden zwei Weißweinschollen, glaube ich, nehmen. Please. Soll ich durchrutschen? Bitte schön. Oh, Baby. Oh, das sind... Oh, wenn ich einmal kurz... Ich muss was machen. Nimm mal hoch und leg den mal da auf. Jetzt gezeigt wurden und hat es sich wenigstens gelohnt. Hat dir die jemand geschenkt oder hast du dir die selber gekauft? Ich habe mir selber gekauft. Stehst du eigentlich auf ältere Männer oder auf jüngere Männer? Weil ich sehe sehr glasige, leicht herzige Äuglein da draußen sich an junge Jugendtage erinnern. So sieht aus wie Elisabeth damals. Ja gut, ich kann jetzt eigentlich nichts richtig sagen. Wenn ich sage, ich stehe auf Jüngere, dann bin ich eklig. Dann würdest du ja auch auf 13-Jährige stehen, wenn du auf Jüngere stehst. Und wenn ich auf Ältere stehe, dann wäre ich auch eklig. Ja. Also unbedingt gleich alt, ne? Ich bin ziemlich normal. Passt du mittlerweile total auf, was du sagst? Ja. Erstmal anstoßen. Ja. Prost! Prost! Prost. Hey, hey, hey. Synchron, entschuldige. Zum ersten Mal klopft ihr keine Kronjuwelen. Ich wollte sagen, ihr Schwein, das klappt immer. Ach, du, weißt du, was mich wunderte? Darf ich so ein bisschen anfangen mit Sachen, die mich wunderten? Dass du totaler Britney Spears-Fan warst. Bin. Bist? Oh Gott. Oh Gott. Also ich... Ehrlich? Keine Ahnung. Also klar, als Teenager war das cool und 2001 war es sowieso cool, weil Britney da einfach cool war. War Britney jemals wirklich cool? Total. Ja? Auf jeden Fall. Ah, na gut. Ja.
Ach, denn ich habe von Anfang an irgendwie gedacht, die war noch nie so richtig. Doch, die war super cool. Aber die stand doch denn da mit so Zöpfchen und so ein bisschen Pornoschuluniform. Also nee, was auch also gerne im Pornobereich benutzt. Das war ja das allererste Lied. Und dann ging es ja los mit Oops, I Did It Again im roten Latexanzug. Ja. Also okay. Da war dann so dieses Schulmädchen-Sex war dann vorbei. Irgendwie. Hast du dich denn auch verkleidet, so wie Britney, mit so Zöpfchen und mit so einem Glockenrock und so? Nee. Nicht? Aber so getanzt? Ja, getanzt regelmäßig mit meiner damaligen besten Freundin haben wir uns täglich eigentlich im Wohnzimmer zusammengetan und Choreografien eingeübt. Und dann so im halbstündigen Takt zu den Eltern, wir haben was vorbereitet. Und die mussten dann gucken? Ja. Und dann, kannst du das noch, was habt ihr da gemacht? Kennst du noch so eine Choreografie? Ja. Also ich weiß noch einen Schritt, weil der war total easy. Kann man den hier auf der Bank machen? Ja, und zwar haben wir so breitbeinig gestanden. Oh nee, dann kann ich den nicht auf der Bank machen. Also einfach, wenn man steht, dann ist es, sie hat ein Lied, Crazy heißt das. Und da haben wir gedacht, you drive me crazy, I just can't see, I'm so excited. To be. So, das ist fertig. Also, das ist fertig. Wir haben immer so Buckley James Harvest und so gehört und hingen immer so Ecken und haben so geraucht. Aber das ist natürlich viel sportlicher, also, was ihr gemacht habt. You drive me crazy. I just can't see. Okay. I'm so excited. Okay. To be. Nochmal. You drive me crazy. I just can't see. I'm so excited. Ich weiß auch nicht, wie der Text ist. Es gibt so Momente, da fühle ich mich irgendwie jung geblieben und es gibt Momente, da fühle ich mich wahnsinnig alt. Ja. Das ist so einer davon. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 26 nicht aufgepasst hätte... Dann wärst du daran vorbeigeschlittert? Nee, dann wärst du vielleicht meine Tochter. Also dann könntest du meine Tochter sein. Du bist doch 20. Ja. Ich bin 46. 46? Ja, alt, ne? Hört man dich eigentlich im Saal, wenn du erzählst? Hört ihr eigentlich da hinten, wenn Lena spricht? Dann ist ja gut, weil ich höre dich hier schon ganz lange. Du hast so eine leise Stimme, Wahnsinn. Ja. Ja, das ist, so rede ich ja. So. Ja, das ist richtig, ich habe nicht so ein lautes Organ. Vielleicht ist meins aber auch einfach sehr laut und deins ist normal. Vielleicht hörst du auch einfach tierisch schlecht. Mehr lange, dann stehe ich da draußen bei euch. 30 Jahre. Aber ich habe noch 30, na, ich sag mal noch 20. Ja, ich habe neulich noch einen Bericht gehört, dass zu viel laute Musik die Ohren kaputt macht. Muss ja nicht mit Alter. Hast du denn nicht viel laute Musik? Nee. So, machst du nie mit Kopfhörer und dann so richtig so laut bis kurz vor wehtun? Nee. Wow. Aber dann wird doch Musik erst geil. Drei Fragezeichen zum Einschlafen. Immer noch? Mhm. Manchmal. Okay, muss was fragen. 15 Monate, Crash-Berühmtheit, Bundeslena, alle sind Lena und auf einmal, wumm, wolltest du auch wie Britney Spears dir mal die Haare abschneiden oder schlimme Sachen machen? Also ehrlich gesagt war ich nie so rebellisch drauf, bis jetzt noch nicht. Ich glaube, die ist auch weniger rebellisch. Obwohl, als einfach nur fertig. Ich habe gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und sie, und die hat rote Haare jetzt. Und ich habe mal vor 2 Jahren gesagt, ey, wäre doch voll geil, wenn ich mir die Haare orange färbe. Und dann sagt sie, wie eklig, ne? Geht gar nicht, Lena. Und dann habe ich gesagt, oh, ich fände es voll cool, wenn ich mir ein Septum stechen lasse. Und sie sagt, oh nee, geht gar nicht. Aber wenn du so lange schöne braune Haare hast, wie lange das dauert, bis dieser rote Shit da raus ist? Muss man wieder gegenfärben. Ja. Meine sind jetzt nicht gefärbt. Deine? Nein. Doch, ich habe mir so einen kleinen grauen Ansatz färben lassen, weil es natürlicher aussieht. Ansonsten habe ich heute die Hochzeitsfrisur-Variante, wow. Habe ich heute gedacht. Ich dachte, zur Spitze passt es. Was ist mit Drogen? Was ist damit? Zur Eurovision Song Contest Zeit gab es nie, also ich meine, ich habe immer so mitgefühlt und habe gedacht, wenn ich jetzt da hinten Lena wäre in der Garderobe und ich müsste jetzt vor 120 Millionen Menschen rausgehen und das Lied singen, jetzt bräuchte ich was. Entweder ein Taxi oder was Ordentliches. Ich weiß nicht was, aber mich hätte da keiner rausgekriegt. Also ich hab noch nie Drogen genommen, deswegen kann ich nicht sagen, was sie bewirken. Ich auch nicht, aber in dem Moment hätte ich auch nicht sagen, was. Also ich habe zu viel Schiss davor, einfach den totalen Verlust der Muttersprache zu erleiden. Mhm. Durch so Drogen, weil ich schon von einem Schnaps auf dem Boden liege. Und deswegen
Und was hat dir geholfen, dass du da doch raus bist? Ja. Ja. Schubsen? Ja, auch. Echt? Ja. Also ich war tatsächlich... Du hast doch echt in die Hosen gemacht, da wäre doch keiner von uns rausgegangen, oder? Ich war kurz davor. Und dann muss man auch sagen, ich finde, wenn du dann noch ein Lied hast, wo man so... Oh yeah, so machen kann, geht's. Aber du musstest ja... Du konntest ja nicht mal dich bewegen, damit die Nervosität rauskommt. Oder sagen wir mal, dann hast du so ein Mikro in der Hand und dann würde man doch... So würde mein Mikro... By a stranger. Und hast du, als du rausgegangen bist, ganz kurz das Gefühl gehabt, jetzt kippe ich um? Nee, ich habe kurz bevor ich rausgegangen bin, das Gefühl, jetzt übergebe ich mich. So, und das ist ja scheiße, weil das ist ja live. Ja, und ist auch nicht gut für die Stimme. Oder man hätte... Nee, und das ätzt, macht die Zähne schlecht, ätzt die Zähne weg. Ekliger Mundgeruch. Ekliger Kotzmundgeruch, ist auch doof. Wäre jetzt fürs Fernsehen nicht so schön. Das sind diese billigen, die man nur einmal aufmacht und dann wieder zuhaut und dann einfach weglegt. Du, ich habe hier noch so ein paar Sachen. Was magst du denn generell an Männern? Was so ein Typ, Mann, wo du sagst, oh, den finde ich ganz toll. Also meinen Freund finde ich ganz toll. Du hast einen Freund? Das finde ich ja toll. Hätte ich jetzt gar nicht gefragt, weil ich dachte, das würdest du nie erzählen. Ja. Und wie, mit dem bist du schon lange zusammen? Ja. Ich habe den mal gesehen. Darf ich das denn auch sagen? Ja. Und er ist extrem sympathisch und ganz nett. Und ich habe Hallo gesagt und das weiß ich schon ganz lange, dass du einen Freund hast. Und ich habe das nirgendwo erzählt, aber wenn du das jetzt hier erzählst... Ja, mein Gott. Ja, also es ist super. Du musst ja dann immer so lachen, wenn wieder in irgendeiner Zeitung stand, der ist jetzt dein Freund, jetzt ist der dein Freund und der. Und nur wir wussten alle immer Bescheid, aber die Zeitung nicht. Ihr Idioten. Ich glaube, es ist einfach, weil du halt nicht von Anfang an direkt rein bist in die Boulevardpresse, müssen die sich einfach was ausdenken. Ja. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Gemeinsamkeit. Also wir haben, glaube ich, einige Gemeinsamkeiten, habe ich gelesen. Wir haben total viele. Aber du guckst so gerne Horrorfilme. Ja. Ich auch. Ja? Ja. Ich liebe Horrorfilme. Und es ist so schrecklich und so schön. Und ich bin ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ich habe diese Scream-Dinger natürlich geguckt. Und ich hole hier immer, es ist so, ich habe bei Saturn einen Berater. Dann gehe ich immer hin. Und der sieht ganz, der hat lange schwarze Haare und ist ein Frau Müller ist da! Und ist ein Grufti. Und dann sagen die immer schon, wir holen Guido mal. Und dann kommt Guido immer und drückt mir so 10 neue Horrorfilme. Und dann muss man sich eigentlich immer merken, wie die heißen. Ja. Aber es ist dieser, wo dieses Pärchen in dem Haus wohnt, also der ist so ganz gruselig. Funny Games. Nein, wenn du den Titel sagst, dann ich erkläre den mal, wie der ist. Das wohnt in dem Haus und es ist ein Geist in diesem Haus. Und der ganze Film geht nur darüber, dass der Mann eine Kamera installiert ins Schlafzimmer. Paranormal Activity. Ja, Paranormal Activity. Den finde ich ganz Gibt's schlimm. Auch den zweiten es Teil. Gibt nämlich jetzt den zweiten Teil. Ja, ich mag den kaum gucken, weil das verfolgt mich sehr. Gut. Das ist Horror very, very fies. Und dann mag ich aber auch diesen Splatter mit, da liegt schon jemand auf dem Boden. Ja. Und dann hörst du nur am Anfang. Und dann kommt schon die Kettensäge. Und das ist ganz schrecklich. Nein, das ist natürlich ganz schrecklich. Aber man muss sich ja immer, finde ich, entscheiden. Es gibt ja die Emotionen, die es gibt. So Liebesfilm, oh, traurig, schnulze Emotionen. Und es gibt wirklich die Schrei und die. Gib mal die beiden Masken, die da hinten liegen. Hinterm Buddha sind zwei Masken. Ah ja, die Scream-Masken. Ja. Manchmal öffne ich so die Tür. Das finde ich immer ganz schön. Wie geil. Wenn Zalando kommt. Ah! Oh Gott, oh Gott. Und man kann die ganz toll aufsetzen. Und die stinken. Und die stinken so schön. Mit Nitros am Liegen. Ich liebe das. Und weißt du, was du gesagt hast, dass du nach so einem Horrorfilm, weil du guckst du den immer alleine auch? Ja, manchmal. Immer Teleshopping. Ja, und danach guckst du immer Teleshopping. Aber das finde ich ist ja noch mehr Horrorfilm als der Horrorfilm an sich. Ich setz mal wieder ab, okay? Ist warm drunter? Mir wird schlecht. Ehrlich? Das stinkt aber es riecht nach Kaugummi eher. Also... Wie der früher bei uns auf dem Dorf roch, der Kaugummi, okay, als er noch nicht so weit entwickelt war. Das sieht echt hardcore aus. Ja, und warm. Ja, aber lass ruhig auf. So. Horrorfilme sind geil. Liest du auch Horrorbücher? Ja, ich habe jetzt gerade von Jack Ketchum Evil gelesen. Das ist echt billiger Horror eigentlich, aber es ist total geil. So wollen wir es ja. Ja. Billig und geil. Die ganze Zeit eine Fruchtfliege vor deinem Gesicht rum. Mhm. Es ist aber immer dieselbe, aber oder sind es mehrere? Es ist eine Öffnung. Oh, der fiese Schlauch. Oh, der ist toll. Oh, der ist super.
Was kommt denn da für Luft raus? Wo kommt die Luft denn her? Was hat denn Mama gemacht? Hat die dich so entsorgt? Komm, das sage ich dir. Ich wollte eigentlich hier drunter so eine Klimaanlage haben. Das ging aber nicht, weil man es hört. Und dann wurde ein Rohr verlegt. Ein Rohr verlegt von draußen hier unter Band durch hier hoch und dann so. Crazy. Ja, ein bisschen crazy. Crazy Girl. Was hast du die letzten 4 Monate eigentlich gemacht? Das war jetzt aber gerade eine große Fliege. Hast du das gesehen? Nee. Das war schon ein Brummer. Echt? Die sonst nur im Mett sitzen und auf Hack. Oh. Das finde ich ekeliger als Horrorfilme zum Beispiel. Wollen wir mal ein bisschen singen? Ja. Und stimmt es, dass du überlegt hast, Theologie zu studieren? Ja, Philosophie. Philosophie und Theologie? Ja, es ist Philosophie jetzt. Das ist geil. Hast du eine Putzfrau? Oh. Bitte? Hast du eine Putzfrau? Woher kam das denn jetzt? Von mir. Also aus welcher Ecke? Da. Wo hast du das hergekramt? Ja, Putzfrau. Okay, nee, ich habe keine Putzfrau. Ich putze mein Klo und ich koche selber. Ich koche auch gut und backe auch. Ja. Backst du auch so zwischendurch so einen Kuchen? Ja, und auch Brownies und Kekse. Und ich koche tierisch und gerne. Wer ist das dann? Ich. Ja, alle so, die Lust haben. Ich bringe auch, also ich backe auch und gehe dann irgendwo hin und sage, hier, iss mal. Und du bist ja jetzt umgezogen von Hannover nach Berlin. Nach Köln. So, ja. Ist es. Ja, ich denke immer, du bist Berlin, aber bist du gar nicht. Köln. Köln ist schön? Ja, super. Magst du? Ja, außer Köln. Kannst du manchmal bei Stefan Kaffee trinken? Seid ihr befreundet eigentlich? Ja. Ich würde schon sagen. Wollt ihr schon mal reingrooven? Wir singen jetzt einfach. One man, one man, one man, one mighty good man. Yeah, Linda, give it to me. Let me pull.
aufgenommen mit Matthias Schweighöfer, der lief im Kino und haben die dich direkt gefragt und fand's so toll. Ja, fand ich super. Habt ihr schon Bierdeckelchen eigentlich vielleicht ein paar vorbereitet? Sie. Wir gehen hier mal rauf. Was? Warte, ja, ich muss mal eben gucken. Wollen wir nicht mal jetzt Plätze tauschen oder was? Nein, wir setzen uns jetzt da oben mal rauf. Warum steigen wir hier drauf? Weil wir jetzt da, guck mal so, und dann ist es jetzt der Abend für mich und meine Irms. Okay, gut, dass ich... Dann, kannst du da auftreten? Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, ich ja nicht. Wir machen es anders. Ich mach vor. Ja, okay. Fertig? Warte, warte. Jetzt geh ich runter, und du gehst rüber. Oder soll ich oben bleiben? In den Groove. Dann trinken wir noch einen. Ich trinke, wo ist mein Bier? Wo ist denn mein Bier, Mann? Hallo, ich bin Ina, wo ist denn mein Bier? Nee, sag mal bitte. Nee, sag mal, du mal. Hier. Was hast du für eine Schuhgröße? 38. Oh, ich... Oh. 38? Mhm. Bitte 57 und 138? Ich habe 38 und ich nehme aber ehrlich gesagt immer 39, damit hinten du viel Platz hast. Ne? So. Und wenn ich dann Blasen habe, kann ich da Tempotaschentücher hinten reinstauben. Und vorne noch 5 Gelpads und so. Und dann gehen wir. Es gibt also die einzigen, die helfen, sind so welche, die in der grünen Verpackung sind. Compete, ne? Ja. Ja, die helfen, die sind ganz toll. Wirklich? Die vergisst man manchmal, obwohl man gebadet hat. Das finde ich so toll. Dann kommt man raus und nach so ein paar Tagen denkt man, hoppla. Kleiner Scherz. Hast du manchmal, wenn du sehr viel redest, auch Laberschaum im Mund. Ich habe manchmal, ja, manchmal, ich sehe das, dann kommt so fupp und dann denke ich, oh, wie peinlich. Die Leute denken, da kommt jetzt noch Hühnchen. Das ist ganz weiß, leicht schaumig, wenn ich viel geredet habe und das ist quasi Laberschaum. Also mein Mund wird immer trocken. Mein Mund, also ich habe keinen Laberschaum, ich habe den Trockenmund. Ja, das habe ich nicht. Ich habe eher immer zu feucht. Ja, auch nicht schlecht. Generell. Ah, ja, ja. Aha. Was ist das denn? Geht noch Kopf? Was mit Jimmy Blue? War das auch mal? Ja, war auch mal. Also war nicht, also war nicht, war, war auch mal eine Zeitungsschlagzeile. War, ist nie was gegangen. Was ist das überhaupt? Warum? Das sind jetzt Bierdeckelfragen vom Publikum, so, von den Leuten da draußen, von meinen Shanty-Jungs und alle. Gib mal ein paar Stifte und Bierdeckel raus, die dann wieder eingesammelt genau, werden. Genau, schreib mal schön. Alle dürfen dann schreiben. Super. Hast du schon mal, widersprochen? Wieder was? Mit IE? Wieder? Nee, widersprochen wird nicht mit IE geschrieben. Eben. Wer hat das geschrieben? Grammatik? Ja. Okay. Wieder von wieder und wieder gleich gegen. Aber guck mal, hat ihr überlegt. Ist nicht schlimm. Ja, warum nicht? Hä, ich hab doch, ich widerspreche doch andauernd. Lena, glaubst du, du hättest den Eurovision auch mit Pickeln und Hakennase gewonnen? Hakennase. Das kann man doch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich bin so nett zu dir. Wieso du? Ja, weil ich gerade mit dir zusammen so, wie gemein. Und hier müsste ich an die sitzen. Ja, genau, hättest du da nicht den auch gewonnen mit einer Hakennase und mit Pickeln? Hm. Ja, das... Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also ich hab ja... Ich erinnere mich noch an den Moment, als Rabma irgendwann zu dir sagte, du hättest so eine unkonventionelle Atemtechnik und du sagtest, Entschuldigung, ich habe keine. Ja. Ich habe gar keine. Ich habe gar keine Atemtechnik. Und das, ja, und das war sehr lustig und so war es einfach auch. Ja. Ich glaube, da war auch einfach Glück und... Guck, da widersprochen. Kam schon wieder was. Wie war das denn so, als dass der Busen von RTL vor deinem Gesicht bekannt war? In der Schule. Warst du dann noch in der Schule? Ja, ich war bis zum... Das war doch dieser Wasserhüpfer. Ja. Wo ja auch so getan wurde, als wäre da jetzt ein Pornoshooting gemacht, ja, worden. Dabei wurde diese halbe Sekunde genommen, wo man raushüpft. Ja, und die, also die Brüste waren auch, wurden, sind falsch. Also die wurden dazu geschnitten, irgendwie. Ehrlich? Ja. Das finde ich aber fies. Ja. Wusstest du das? Was? Dass die das dann machen, dass die da dein ich Gesicht hab das haben. Und ich habe mir das angeguckt und dann haben die das, ich habe das, also man sieht ja, ob das jetzt seine Brüste sind oder nicht. Hat der Playboy bei dir mal angefragt? Ja, ich glaube schon. Und hast du abgesagt? Ja. Würdest du das machen? Nein.
bei mir haben die auch angefragt, und zwar das jetzt irgendwie zu machen, weil das wäre doch so toll und das wäre doch gerade so in, alte Frauen nackt fotografieren. Ich habe gesagt, ja, das fing doch an mit Frau Tomalla. Ja, das stimmt. So, und da kam ein Boom. Was hast du denn noch gemacht jetzt? Kathi Witt war auf der XXL. Brigitte Nielsen hat das auch gemacht. Ah, ja. Und ich habe gesagt, gerne, aber ob sie noch 20 Jahre warten könnten, dann wäre es richtig schön. Dann wäre ich bereit, glaube ich. Ich hätte gerne ein Bärenfell. Fallobst mit drei Buchstaben? Ja, ach so. Fallobst mit drei Buchstaben? Weiß nicht. Oma. Gemein. Komm, ist lustig. Ja, ist lustig, aber auch wieder gemein. Ich habe noch einen guten. Na? Und zwar kommt ein Typ mit einem Buckel zu einem Typ mit einer Glatze. Und dann sagt der Typ, ey, Quasimodo. Und dann sagt der Typ, weißt du, was ich in meinem Rucksack habe? Ein Kamm. Ich habe auch einen. Nicht witzig. Nee, ich habe auch einen. Super witzig, sorry. Sitzen 11 Lilliputaner am Tresen, kommt einer rein und sagt, no, ist der Kicker wieder kaputt. Fies, ja, dass ihr jetzt bei dem blöden Witz von Ina hier total Alarm macht. Aber ich bin den Humor. Ja, super, ist der Kicker wieder kaputt? Nee, ich weiß Bescheid. Alles klar. Kennst du eigentlich das Lied Perfekt von Casper? Kenn ich. Und findest du das auch so geil wie ich? Ich finde das super. Dann finden wir es beide super. Ich finde es ganz toll. Ganz wir toll. Möchten es gerne hören. Und deswegen ist er heute auch da. Ich habe ihn eingeladen. Begrüßt Casper! Ja. Yes! Das war spontan. Das kann man immer mehr, das abschließen. Das wusste ich auch nicht. Das heißt abschließen. Das geht und den habe ich dir beigebracht. Den habe ich vom Kollegen dann irgendwie gekriegt. Und dann gibt es noch einen, der geht. Der heißt dann Foto gesaved, immer hart. Das hast du dir gerade so krass ausgedacht. Nein. Den gibt's wirklich. Ihr würdet auch gut zusammenpassen, so als Typen, finde ich. Nein, wirklich. Hi. Hallo. Sollen wir das direkt jetzt an die Zeitung geben? Lena jetzt zusammen mit Casper. Ja. Ich höre lieber auf. Wollen wir singen? Ja. Ich gehe mal mehr mittig, ja? Ja, genau. Das wird mir so angewiesen. Guck mal, jetzt hast du einmal das Klavier, denn damit hast du deinen Ton jetzt, ne? Oh. Toll. Mann, ich komme mal nicht vom Hip-Hop. Ich brauche immer einen Ton. So, jetzt did it. Bist du der, der sich nach vorne setzt, den man beim Sport zuletzt wählt, sich quält zwischen Cheerleadern und Quarterbacks, den man in die Tonne steckt, nicht ein Tag, jahrelang, dann in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball. Doch wenn schon scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht. Armen in der Luft, beiden Beinen leicht neben dem Beat. Und wenn du mit der Königin die Fläche verlässt, sag dir, diese Welt ist perfekt, perfekt. Du lachst, du weinst, du strahlst, du scheinst. Du kratzt, du beißt, fast Zeit vorbei. Und wie du brennst, wie du wächst. Bist du der, der immer hinten sitzt? Mädels finden dich süß, Jungs abgebrüht, alles geht mit Fingerschnips. Locker hingekriegt, Touchdown, Siegerpunkt geholt. Gewinnertyp am Campus, nächstes Jahr dann Super Bowl. Nachts allein die Panik, geht am Ende wirklich alles auf. Druck dir selber zu viel, Sportling eigentlich Vaters Traum. Und wenn du dann das Haus der Eltern endlich verlässt, sag dir, diese Welt ist perfekt, perfekt. Du lachst, du weinst, du strahlst, du scheinst. Du kratzt, du beißt, Fastenzeit vorbei. Und wie du brennst, wie
Vielleicht, das ist natürlich unappetitlich. Das sieht richtig komisch aus. Aber guck mal, das hier. Ja, aber es kommt einem Damenbart am ähnlichsten, wenn du einen blonden Bart hast. Aber hast du gesehen gerade, der Schlagzeuger von Casper hat den. Du siehst, weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Otto Sander. So, jetzt mal die Brille ab. Ja, das ist lustig. Du bist ein bisschen zackiger noch, die Frisur? Zackig. Noch zackiger? Fassen wir in Jahre, was ist mit dir los? Jetzt guck doch mal. Ja, geil, jetzt guck doch mal, ich sehe nichts. So. Gut, ja. Bisschen Otto Sander, ne? Ja. Oh. Oh. Ja. Wollen wir uns setzen, was trinkt ihr? Ja, voll gerne. Ich trinke Bier. Gerne. Bier? Ja, ein Bier. Bier. Ja, gerne Bier. Oh, kurz zu trinken? Ja. Oh. Ich mach mal die Bärte weg. Was heißt denn hinsetzen? Wo dürfen wir uns denn hinsetzen eigentlich? Also warte. Es hat natürlich System. Du gehst über meinen Kopf wieder in die Ecke. Wollen wir es machen? Okay, 1, 2, 3. Trommelwirbel gibt's. Ja. Schon zwei. So, dann gehe ich über eure Köpfe. Oh Gott. Ja, Trommelwirbel. Ist vorbei? Und ihr Jungs? Schon vorbei? Ja, ist vorbei. Keine Angst. Willst du nehmen, Ina? Das mache ich jetzt mal für die Jungs so ein bisschen. Ja, ihr könnt euch, ihr dürft da drum knobeln oder Schnick-Schnack-Schnuck machen. Lacht man eigentlich heute noch Schnick-Schnack-Schnuck? Schnick-Schnack-Schnuck? Macht ihr sowas? Nö, heute spielt man... Oh, jetzt hätte ich mir fast was rausgeholt. Ich wusste, was du sagen willst. Prost. 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 Ich Freunde. Na, sag mal, ich habe ja versucht, so ein bisschen, über euch was zu lesen. Und dann gibt es mal, sagt der eine, ne, wir sind echt Buddies. Und dann sagt der andere, nein, wir sind schon sehr unterschiedlich, was so viel heißt wie ich hasse ihn. Nee, wir probieren so ein Mysterium aufzubauen, ne, mit extrem verwirrenden Informationen. Nee, das ist, die Frage stellt sich so ein bisschen nicht, weil wir so viel miteinander rumhängen müssen. Ob wir wollen oder nicht, dass wir uns jetzt privat jetzt nicht auch noch absichtlich verabreden. Woher soll euch mein Dorf kennen? Eigentlich von 17 Meter am meisten, ne? Wahrscheinlich. Also das ist doch jetzt, hat doch jetzt eine Popularität. Gibt's Internet bei euch im Dorf? Ja, ja. Also es gibt jetzt Handys, alles haben die da.
Aber bei 17 Meter, bei der Sendung Pro 7, kommt immer Samstag. Samstags, Viertel genau. Viertel nach 8 kam das jetzt die ganze Zeit lang und dann wird's nächstes Jahr wird's das wieder geben und so. Das ist dann immer nur hin und wieder mal. Wie lange dauert die Sendung? Ewig, ne? Die zum Machen oder zum... Nein, die, wenn ich als Gucker habe es noch nie geschafft, die ganze zu gucken. Ich warte immer bis zum Schluss, wenn die letzten vier so anfangen, unlösbare. Ja, ja, dann halte ich es aus. Aber ich finde es wahnsinnig lang, bis aus 20 total Leuten. Lang. Ja, ja, ja. Hat schon mal einer einen Vorschlag gemacht, einfach eine Stunde weniger vielleicht? Ja, ja, wir zum Beispiel. Das ist, ja, ist doch so. Das Problem ist, dass dieser Slot, aber wie man so schön in der Fernsehsprache sagt, einfach zwei Stunden ist. Und deswegen muss die Sendung zwei Stunden sein. Aber ich habe mal gehört, bei mir war mal Michelle Hunziker zu Gast in der Sendung und das war freitagsabends, bei Viva war das noch. Und die sagt dann, ja, ich muss abends jetzt nach Italien und ich muss da so eine Abendshow machen. Und dann habe ich die auch gefragt, wie lange geht's denn? Und dann sagt sie, ja, kommt drauf an, wie lange die Konkurrenz sendet. Das heißt, sie kriegt dann, ja, wenn die Konkurrenz überzieht in Italien auf dem Konkurrenzsender. Dann machen die auch länger. Ja, dann kriegt sie aufs Ohr, die machen länger. Denkt ihr mal da aus. Ja, sag mal was. Und das in der Live-Sendung, das finde ich aber ganz schrecklich. Naja, und dann kommt halt so italienisches Fernsehen dabei raus. Das ist ja, so gut, aber deswegen tanzen dann auch irgendwelche barbusigen Damen auf einmal auf der Bühne. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber wenn man, aber grundsätzlich, wenn man einfach sagt, rede mal eine halbe Stunde irgendwas. Also ich, das gut, ist ja das ist vielleicht die falsche also sagen, nein, für mich wäre sowas zu kritisieren. Für mich wäre das machbar. Es gab ja eine Zeit, da kanntet ihr euch noch nicht, da warst du Friseur. Ja. Das finde ich ganz toll. Das stimmt. Und du bist ja ganz normal von der Schule runter und deine Mama hat gesagt, Junge, du machst mir irgendeine Ausbildung. Wir haben zu Hause den Deal gehabt, mach mal irgendwas und so. Und dann habe ich das halt getan, weil meinem Vater das für große Freude gesorgt. Der hat sich da am Anfang ein bisschen schwer mitgetan, aber mir war halt schon klar, dass ich das wahrscheinlich nicht mein Leben lang machen werde. Warst du denn talentiert? Nee. Nicht? Nee, kannst das du muss noch man sagen, irgendwas? Ja, ich kann so irgendwas, kann ich bestimmt. Kannst du irgendwann die Haare schneiden? Nein, aber weißt du, was wir jetzt mal machen? Kannst du jetzt mir die Haare schneiden? Darf er dir mal eine Assi-Palme machen? Weil du darfst mir auch gerne die Haare schneiden, die müssen sowieso geschnitten werden. Die sind nämlich total kaputt vom Also so unten abschneiden kannst du im Prinzip auch selber, wenn du dich ein bisschen konzentrierst. Aber mach doch mal Klaas jetzt. Ich möchte vorher noch eins erzählen, Lena, bevor du das machst. Es gibt ich habe ganze Familien verurteilt. Eine Familie auf dem Sofa saß und die waren alle ganz schlechte Haare geschnitten. Die sahen aus wie so meine Blumen auf dem Balkon, ne? Wirklich, die sahen aus, das war unglaublich. Ich hab dann so mitgearbeitet und die Leute... Hast du die auch einfach lieblos so trocknen lassen, die Menschen, oder was? Wollen wir eine Assi-Palme machen? Du hast gesagt, du kannst so toll Hochsteckfrisuren. Echt? Ach so. Ich hab so eine Assi-Palme, aber du hast doch keine. So. Dann würden wir jetzt mal in die Plätze wechseln. Ich kann das aber wirklich nicht mehr so gut. Also eine Assi-Palme, du siehst gleich aus wie bei Frauentausch. Wieso hat nicht jemand eine Schere? Dann muss ich nicht zum Friseur. Doch, das willst du nicht, Nena, das willst du nicht wirklich. Aber die Schere, die ich habe... Hey, bleib mal sitzen. Guck mal, ich habe eine ziemlich gute Schere eigentlich. Okay. Willst du die mal sehen? Ich hatte noch nie eine Hochsteckfrisur. Du hast jetzt keine Schere zum Haarschneiden dabei. Aber die ist ganz gut. Guckst du manchmal mitten im Leben? Nein, was ist das? Das ist so ein Kulturmagazin bei RTL, das läuft nachmittags. Und da sind Assi-Palmen hoch im Kurs. Ist das wieder so weit? Ja, ja. Ich kenne die ja noch aus der Originalzeit damals. Ja, da wird sich gestritten, die Türen geknallt, Halt, Stopp und so wird da geschrieben. Ach so, schnell. Das müssen wir normal machen. Aber Entschuldigung, Assi-Palmen sind doch die hier oben so auseinanderspringen, oder? Ich weiß das doch, ich kann das doch alles nicht. Ich probiere abzulenken. Wahrscheinlich. So habe ich meine komplette Ausbildung geschafft, indem ich einfach... gelabert, also letztendlich moderiert. Ja. Und die Leute haben teilweise nicht gemerkt. Ich habe dann zum Beispiel, man sagt im Friseur-Jargon, nicht grün, sondern Asch. Oh. Ja. Du sagst dann halt, oh, die sind ja etwas Asch, die Haare. Und man muss ein bisschen Produkt reinmachen, grün? Dann sitzt das ein bisschen auch. Produkt? Und ja. Komplementärfarben benutzen. Komplementärfarben, Shampoo, wenn alles zu gelb ist, genau. Ja, dann benutzt man so lila Shampoo und die haben halt gelbe Haare. Ne? Es ist so, die haben gelbe Haare. Und, kann es sein, dass sich Klaas diese Geschichte, dass er eigentlich Friseur ist, nur ausgedacht hat und das weiterhin das einfach... Das kann sein, aber wenn er das getan hat, finde ich, ist sie sehr weit ausgereift. Dann ist sie schon, okay. Die Medienpersönlichkeit, Klaas einfach umlaufen, ist genau durchdacht. Und du hast doch keine Mogelpackung. Ihr habt beide Zivi gemacht, also beide nicht beim Bund gewesen. Nee, natürlich und nicht. Und du hast doch in einem geriatrischen Krankenhaus. Ja, geriatrische Abteilung. Mach das mal selber, das ist schon besser. Nein, komm. Nee, komm, spring nicht mal an. Ja. Also ich habe auf der und da gibt es Geschichten, die fand ich so schweinelustig. Ich sag nur, I will survive. Kannst du die Geschichte bitte einmal erzählen? Ja, ist vor allem geil, wenn du die Pointe einfach quasi eine Ankündigung machst. Nein, aber aber guck mal, als ich die Pointe verraten habe. Das ist das Letzte, ne? Als ich die Pointe verraten habe. Die Geschichte ist eine halbe Stunde lang, ne? Und die Pointe ist weg. Ach, du bist doof. Nein, ich erzähl's nicht. Jetzt, glaube ich, gar nicht gecheckt. Ich kann es kurz erzählen. Also, es war so, zum Beispiel. Also, ich habe immer Krankenhausradio gemacht, so fertig. Und ich habe immer. Du bist kein Friseur im Leben. Du bist kein Friseur. Ich hab im Krankenhausradio gemacht. Das heißt, ich bin jeden Samstag. Ich muss erzählen, ich kann nicht beides gleichzeitig. Und das kann ich sowieso auch nicht alleine.
Ich habe Krankenhausrate gemacht. Das heißt, ich bin immer samstags rumgelaufen und habe so Musikwünsche eingesammelt und habe den alten Leuten Musikwünsche aufgenötigt, die ich selber gut finde. Ja? Ja, ich habe dann immer gesagt, guck mal Elvis und so, das kennst du doch von früher und komm, das spielen wir mal und so. Und dann kam das halt immer. Und eine Schwester, Theresita hieß sie, die hatte Namenstag. Das war eine alte Ordensschwester, die in diesem Krankenhaus gewohnt hat und dann auch dein eigenes Zimmer hatte. Der habe ich dann das Ave Maria vom Papst gesungen. Gewünscht. Ja. Und das geht irrsinnig lange. Ja. Das ist 20 Minuten oder so. Ne? Das dauert, bis es losgeht und so. Und sie hatte kein Fernseher in ihrem Zimmer. Dann habe ich sie also in ein Zimmer geschoben mit zwei anderen Omas, die einen Fernseher hatten. Und die haben sich gut verstanden. Und sie saß in so einem Rollstuhl mit so einem Tisch davor. Ja? Und drei Omas in einem Zimmer. Drei Omas in einem Zimmer. Alle nicht mehr so wahnsinnig fit. Aber gut drauf und haben sich gefreut und es war was los und so. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann ging das aber so lange und die waren alle schwerhörig. Und dann habe ich den Fernseher auf Anschlag laut gemacht. Und dann ging das so lange und dann musste ich natürlich andere Sachen machen. Ich musste dann woanders arbeiten so, und habe dann das Zimmer verlassen und habe zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, vergessen, dass die alle drei da noch lagen. Und das Krankenhausradio ging aber natürlich weiter. Und nach einer Dreiviertelstunde fiel mir das Siedenheiß ein und ich dachte, oh Gott, die sitzen ja noch alle. Und habe dann die Tür aufgerissen und alle drei, also zwei Omas im Bett, am Schlafen, die Schwester Theresita hinter ihrem Klemmtisch so reingeklemmt, auch am Schlafen, der Fernseher auf Anschlag laut und es lief Gloria Gaynor, I Will Survive. Und das ist ja. So lustig. Du hast als Kind immer überall Fuck auf Wände gesprüht. Darf man das heute eigentlich erzählen? Ja, man muss aber sagen, Moment, ich habe Weihnachtsspray geklaut im Supermarkt. dieses Schneespray. Und bin dann mit meinen Jungs durch die Gegend gezogen, habe Nazis raus und Fuck überall an die Wände gesprüht. Und war dann auch so smart. Wir hatten nichts anderes aber damals. Aber ihr habt doch auch irgendwie so einen Lackladen, wo man irgendwas nee, so... Nee, ganz wirklich nicht. Und wir haben uns derbe cool gefühlt. Also es war schon so abends unterwegs sein und dann so das Tuch hier über die Nase ziehen und die Kapuze hoch und dann so... Nee, echt? Ja, klar. Und dann schnell weg und hoffen, dass es nicht regnet in den nächsten 10 Minuten. Ja, so ungefähr. Ja, und am nächsten Freitagsabend gesprüht, samstags morgens mein Vater die Bierkästen wegbringen und dann so, sag mal, guck diese Schweinerei an. Und dann so, ja, das ist richtig asozial, Papi. Und man war total stolz auf seine Berg. Du wolltest Hooligan werden. Ja, es gab damals so ein paar Typen an der Schule, ja, die hatten immer die coolen Jacken und die coolen Sneakers an und so. Und irgendwie hat es mich dann immer auch schon, komm, ich jetzt mit ihm zusammenarbeite, zu Älteren hingezogen. Ich hatte grundsätzlich immer ältere Freunde und die Typen waren eigentlich so ganz nett. Und dann meinte der eine zu mir, hast du schon mal drüber nachgedacht, Hooligan zu werden? Und ich dachte dann so ganz kurz so, nee, ganz ehrlich, hab ich noch nicht. Dann haben wir vorhin immer Samstag so zum Fußball und dann danach prügeln wir uns. Vielleicht hast du mal Bock mitzukommen. Und ich fand's halt mega geil, dass er mich gefragt hat, weil die hatten halt immer so, ich bin halt so ein Sneaker-Typ, hatten halt immer die geilen Schuhe, so, die man haben wollte, aber damals noch nicht gekriegt hat. Und wir waren dann beim Fußball. Du bist aus Modegründen, wolltest du Hooligan werden? Nein, ich wusste nicht, dass das Hooligans sind. Und dann war ich halt da und hab gesehen, was ich mache und dachte mir so, ja, nee, bin dann wieder aber, Block bekommt, 16 gegangen. Da bekommt aber der Begriff Fashion Victim eine ganz neue Bedeutung. Ja, das ist richtig. Ja, das war eher so eine Phase. Sie hat 3 Monate vielleicht gedauert und es wäre ja auch, ich bin heute noch nicht der Stärkste. Du kannst dir vorstellen, wie ich damals aussah. Es wäre lächerlich gewesen, wenn ich da und auf sie! Und alle so, ja, ja klar. Mach du mal dein Ding, Alter. Wir prügeln uns woanders. Aber wenn ich das so höre, so mit Wände besprühen, mit abwaschbarer Farbe und so Sachen, ne? Und diese Spiele, ja, die ihr macht, die finde ich so unglaublich, dass mir beim Gucken manchmal schlecht wird. Ja, mir wird auch manchmal schlecht nach dem Also, ich habe gefrühstückt, bei -5 Grad fand ich hart. Noch härter fand ich ein Auto voll rauchen. Ja, außerhalb, wer kann länger rauchen? Seitdem raucht Lars übrigens. Ja. Nee, ist es so? Ja, 2 Wochen später. Komm, ich habe mir auch was ausgedacht, aushalten. Wir setzen uns jetzt mal hier oben rauf. Und zwar mein Aushalten geht folgendermaßen. Wir setzen uns hier oben rauf. Und dann? Und dann ziehen wir die Schuhe aus. Nee, doch. Ich habe mir extra nicht die Fingernägel geschnitten, Fußnägel geschnitten. Ja, gut, ja. Aber ich hatte heute... Schärfe wieder weg. Wofür brauchst du die Schärfe? Weil ich habe folgendes Problem, denke ich gerade. Echte Gracelands, kaum zu glauben. Muss mir jetzt mal eben... Das ist eine absurde Sendung hier. Ich muss mir jetzt was mal muss eben ich jetzt mal wirklich Schuhe ausziehen? Oh, mein Ding hängt hier. Oh Gott, du kannst dein muss Ding mal eben da. Den Strumpf aufschneiden. Sonst geht ja das Spiel gar was nicht. Was müssen wir machen? Wirklich die Schuhe ausziehen? Guck mal, so sagen das bei den Omas. Sie sieht aus wie Stützstrümpfe Socken jetzt. Auf. Hallo, Socken ja, auf. Ja, natürlich. Beide Füße? Ja, die Füße werden jetzt nass. Beide Füße, ja. Boah, Leute. Ja, I'm sorry. Nicht so nah. Halt, ich möchte was sagen. Wir gehen jetzt nicht so nah auf die Füße. Das finde ich auch nicht so geil. Deswegen Abstand, Jungs. Sonst filmen wir danach mal eure Füße. So, jetzt machen wir die Füße nass.
So von unten vor allen Dingen, machen wir von unten so. Und wer von den Jungs leckt das dann gleich ab? Warte. Senk, Platt und Spreizfüße. Wir haben alle Fußsorten, glaube ich, hier echt vertreten. Ja. Jetzt tauchen wir unseren Fuß einmal Salz, ne? So da rein. Schön rein. So, dann Füße alle raus. Stühle weg, Becken weg. Ach, guck mal. Die sind süß, aber die kann man doch jetzt nicht so nötigen. Ich wollte gerade sagen, das kann man denen doch gar nicht antun. Ne? Jetzt seid nicht so. Ihr macht, also ihr kotzt in Autos und was weiß ich, aber jetzt ja, das ist ja privat, auf einmal. Die Kamera läuft. Guck mal, alle gehen zu Ina. Ja. Nein, jetzt komm mal mit hier, komm jetzt. Ja, alle bei Ina. Nee, Ina, so nicht, ne? Jetzt machst du da mit. Mach mit doch. Jetzt. Die hat aber gerade den Zeh gebissen. Oh! Das ist nicht auszuhalten. Die Kleine hat gar keinen Bock. Ich glaube, die Idee war super. Ja. Die Exekution war noch nicht so gut. War irgendwie Glück für dich, würde ich mal sagen. Ja, die Ziegen sind meine Freunde. Ne? Findet ihr nicht, dass die total stinken? Ja. Ihr sitzt doch alle hier. Okay, die Idee zählt. Ein Riesenapplaus für die Ziegen. Und jetzt singen wir. Und du brauchst ein Mikro. Bright light city gonna set my soul. Viva Las Vegas! Viva Umlaut! Yeah. It was a great song! Oh, yeah, thank you. Sorry, I have Hindu-Schmann. Ich dachte mir, wieso? Komm hoch, Kleines. Starke Arme. Wann hasst ihr euch eigentlich? Was findest du an die Scheiße an Klaas und was findest du? Nee, es gibt immer nur ganz kleine Momente, wo wir uns hassen und die sind dann manchmal so nach einer Sendung. Also wenn man dann, wir haben gerade eben lustigerweise noch darüber gesprochen, bevor wir rangelaufen sind, dass wenn wir uns in die Haare kriegen, wir kriegen uns echt selten in die Haare, kriegen wir uns immer erst nach Sendung in die Haare, dass man dann sagt, so, das fand ich nicht gut oder das fand ich nicht gut. Aber das ist halt auch dann, da redet man einmal drüber und ist die Sache aus der Welt. Na gut. Was war mit Amore, Klaas? Wann hattest du deine erste Freundin? Meine erste richtige Freundin hatte ich so, da war ich glaube ich 13, die hieß Doro. Ich kann heute noch die Telefonnummer von der auswendig. Und ehrlich? Ja. Meinst du, sie hat die Nummer noch? Kam die aus Oldenburg? Nee, die kam aus Mülheim. Ich habe sie kennengelernt im Urlaub. Und Doro hieß sie und die war total lieb und wir haben uns herzzerreißende Briefe geschrieben und so weiter. 13 finde ich immer sehr jung. Ja. Hattest du auch schon mit 13 Freunden, mit Knutschen und so? Ich hatte viel früher. Wann? Ich hatte Anna, da war ich vielleicht 5 oder so. Meine Schwester hat immer auf Anna aufgepasst. Und Anna und ich haben uns zurückgezogen. Anna Lenzen, gegrüßt seist du an dieser Stelle. Ihr Vater hat so ein Masseur-Institut bei uns in der Ortschaft da. Was ist denn Masseur-Institut? Ja, kannst du eins und eins. Ne? Ich sag mal so, du gehst öfter mal in die Sauna. Der hat halt ein Masseur-Institut gehabt. Institut finde ich aber toll. Ja, was auch immer. Nein, aber Anna und ich haben jedenfalls meiner Schwester gesagt, dass wir im Zimmer sind und malen. Aber wir haben geknutscht. Und da hast du den Pinsel schon mal rausgeholt. Und irgendwann hat dann Anna in einer ruhigen Minute meiner Schwester gesteckt, du, Sabine, wir haben gar nicht gemalt, wir haben uns geküsst. Und da wusste meine Schwester, aus welchem Dorf kommst du? Ich komme aus Schwanthal-Waldnil am Niederrhein. Kennt keine Sau, Leute. Nee, wirklich nicht. A52, wenn du nach Vermont, wenn du Düsseldorf, Mönchengladbach, so die Ecke bist, da. Du bist Gladbach-Fan, ne? Ja, durch und durch. Du regst dich über Klaas so auf, weil Klaas hat von Fußball überhaupt keine Ahnung. Woher weißt du das denn? Ja, das weiß ich. Und dann liest er sich immer so ein bisschen Kicker online durch. Und weil er so ein Gehirn hat, was das alles so aufsaugt. Der hat immer so gefährliches Wissen, weißt du? Das Ding ist ja, du kannst den Kicker lesen, das ist die eine Sache. Aber du kannst die Sachen lesen und dir merken, wo alle sagen, die Ahnung von Fußball haben, oh fuck, der redet da gerade über etwas, wo ich mir denke so, wenn der das weiß, dann muss der richtig Ahnung von Fußball haben. Ich halte mal lieber die Klappe. Und Klaas hat wirklich gar keine Ahnung von Fußball. Ja? Also Klaas trägt gerne mal einen Bad Hair Day, eine Schalke 04 Mütze. Ist Fan von FC St. Pauli, trägt auch gerne mal den Hoodie davon mit dem Totenkopf. Was schon mal dafür spricht, dass er wirklich gar nicht weiß, was in der Fußballwelt los ist. Und fängt dann aber dann in so einer Fußballrunde an, über Dinge zu reden, wo du denkst so... Sau gefährlich. Ja, total. Also gerade, das ist Harakiri. Und dann hat er irgendwann ein Pauli-Shirt und eine Schalke-Mütze auf und dann geht der... Ja, so doof bin ich auch nicht. Nee. Aber... aber übrigens, das ist ein Prinzip, das wende ich auf ganz viele verschiedene Bereiche an. Ja? Das ist nicht nur Fußball, das ist auch Literatur, Kunstgeschichte... Weltwissen, ja. Einfach beeindruckend durch Halbwissen. Das ist eine ganz große Kunst von Klaas.
Du kannst hier Sachen, kannst du Sachen lesen oder erkennen und dann nimmst du die auf und dann vergisst du die Hälfte davon wieder und dann kannst du mit so einem Halbwissen bei völliger oder bei halber Ahnungslosigkeit kannst du einfach so selbstbewusst auftreten, dass jeder dir glaubt. Natürlich, klar. Irgendwie ist es ein Phänomen. Hast du ein gutes Abi gemacht? So hangel ich mich durch mein ganzes Leben. Das ist. Sag mal. Was denn? Nichts. Nee, du, ganz ehrlich, mein Abischnitt kann keiner unterbieten. Hundertprozentig. Nein. Doch. Was hast du für ein Abischnitt? Ich bin ein mittelmäßiger Realschüler. Was sagst du? Das sage ich nicht. Mein Abischnitt ist 3,7. Ich bin dann okay, alles klar. Meine Eltern haben gesagt, Klaas. Ja. Jesko? Oh. Wer ist denn Jesko? Jesko? Da steht Joko. Joko ist Lieblings, bitte. Joko ist Lieblings. Da kann ich kurz noch was zu erzählen. Ne? Joko ist mal zu mir gekommen, ne? Aber die Story ist gut. Nehmen Sie mal die Instrumente in Anschlag. Um Jokos Humor mal so ein bisschen zu definieren, ja. Es gab mal eine Band, die hieß Two Door Cinema Club. Wow. Und das steht also auf der Platte drauf und die waren bei uns zu Gast. Und er kommt mit dieser Platte an und die beiden O's, ja, von dem Door, die waren so in der Typografie wie eine Brille. Und hinter dieser Brille war eine Katze, die diese Brille vermeintlich aufhatte, auf dem Cover dieser Band. Und Joko kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, guck mal, Klaas, wie lustig, die Katze hat eine Brille auf. So. Und ich dachte, okay, ist das jetzt die ganze Geschichte, oder was? Und dann sagte Joko, ja, guck mal, das ist witzig, weil genau wie ein Mensch. Ja, das ist Jokos Humor besteht daraus, dass entweder zum Beispiel, oder wenn Sachen größer sind als in echt. Also es gibt zum Beispiel jetzt diese großen Feuerzeuge, die man überall an der Tankstelle kaufen kann. Ja? Die sind größer als echte Feuerzeuge. Und dann kommt Joko an und sagt, guck mal, dieses Feuerzeug ist größer als ein echtes Feuerzeug. Lustig, nicht? Das ist, ich finde die Vorstellung so lustig, dass man auch so eine große Zigarette rauchen würde. So, vielleicht solltest du das einfach immer noch dazu sagen. Ja, stell dir mal vor, dass so ein ganz großes Feuerzeug das und, das so eine große und so eine große Zigarettenschachtel machst. Weißt du, was ich lustig fände? Wenn einer so eine übergroße Brille auf hätte. Die so größer ist als nötig. So, wir haben genau die Temperatur erreicht, die wir für unsere nächsten Gäste brauchen. Ich freue mich total, weil HMBC, den richtigen Namen kann ich mir extrem schwer merken, den werden sie gleich selber erzählen, sind heute da und sie kommen aus Tirol und sie singen in einem Slang und ich habe dieses Lied entdeckt im Internet, aber außer mir haben es noch 3,5 Millionen, meine Entschuldigung. 3,5 andere Leute finden das auch gut. Und ich dachte mir, das haben so wenige Menschen gesehen, die muss ich einladen. Ich bin geschafft. Jedenfalls haben außer mir noch 3,5 andere Menschen geguckt. Und ich fand das Lied so toll und es passt absolut gerade zu unserer Situation. Bitte begrüßt mit mir HBMOC. Hallo, 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 hallo. Ach Jungs, ihr habt einen langen Weg heute hierher gehabt und ich liebe euer Lied. Ihr behauptet von euch, ihr werdet die Spice Girls der Volksmusik. Das war ihr. Du, kannst du mir bitte einmal euren ganzen Namen sagen, weil ich immer nur die 4 Buchstaben hinkriege? Der Name heißt Holsturner Musik Big Band Club. Und das Lied heißt von? Von Millau bis Schopp. Geschopono. Ja, gefreut! So, pst, Musik. Der Blick auf meine Rolex Uhr, er wogt zu, dass er alle 12 passiert. Glückskehr, und schon hat er mich gesehen. Guni seht den Süden fertig, hinten den Zuhilfe.
Formelle Whisky Shop, bei Norbert Laufer, für Schimmelwetter. Formelle Whisky Shop, bei Norbert Laufer, für Schimmelwetter. Wetter, 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 für Schimmelwetter. Wusste aus der dritten Schau, bevor er kein Stadelhund aussieht, hat er bisschen Kerkund. Was so 3, 4, 5, 6, 7 Stunden an ich gewartet, und zwar klein Rotter in der Klio daher. Der nach der deutsche Köchin, sie seht, ich kann dich mit dem Essen melauen. Von da an musst du schauen, wie du selber weiterkommst. Und jetzt steig ein und mach das Fenster auf, wer steht. Ihr regt dir nicht auf zu fix. Das ist gar nicht so schlimm, wie du da tust. Oh, ups. Formelle Whisky shoppen, noch mehr wie Klaufe. Für Schimmelwetter. Wetter, Wetter, Wetter. Für Schimmelwetter. Beim Rollglas, bei Lina, beim Radio, bei meinem Publikum, bei allen, die dabei Casper natürlich. Und bei meinen Vorarlberg Musikern. Darf ich so ein bisschen anfangen mit Sachen, die mich wunderten? Dass du totaler Britney Spears-Fan warst. Bin. Bist? Oh Gott. Oh Gott. Also ich... Ehrlich? Keine Ahnung. Also klar, als Teenager ist das, war das cool. Und 2001 war es sowieso cool, weil Britney da einfach cool war. War Britney jemals wirklich cool? Total. Ja? Auf jeden Fall. Ah, na gut. Ach, denn ich habe von Anfang an irgendwie gedacht, die war noch nie so richtig. Doch, die war super cool. Aber die stand doch denn da mit so Zöpfchen und so ein bisschen Pornoschuluniform. Also nee, was auch also gerne im Pornobereich benutzt. Das war ja das allererste Lied. Und dann ging es ja los mit Oops, I Did It Again im roten Latexanzug. Ja. Also okay. Da war dann so dieses Schulmädchensex war dann vorbei. Irgendwie. Hast du dich denn auch verkleidet, so wie Britney, mit so Zöpfchen und mit so einem Glockenrock und so? Nee. Nicht? Aber so getanzt? Ja, getanzt regelmäßig mit meiner damaligen besten Freundin haben wir uns täglich eigentlich im Wohnzimmer zusammengetan und Choreografien eingeübt. Und dann so im halbstündigen Takt zu den Eltern, wir haben was vorbereitet. Und die mussten dann gucken? Ja. Und dann, kannst du das noch, was habt ihr da gemacht? Kennst du noch so eine Choreografie? Ja. Also ich weiß noch einen Schritt, weil der war total easy. Kann man den hier auf der Bank machen? Ja, und zwar haben wir so breitbeinig gestanden. Oh nee, dann kann ich den nicht auf der Bank machen. Also einfach, wenn man steht, dann ist es, sie hat ein Lied, Crazy heißt das. Und da haben wir gedacht, you drive me crazy, I just can't see, I'm so excited. To be. So, das ist fertig. Also, das ist fertig. Wir haben immer so Buckley James Harvest und so gehört und hingen immer so Ecken und haben so geraucht. Aber das ist natürlich viel sportlicher, also, was ihr gemacht habt. You drive me crazy. I just can't see. Okay. I'm so excited. Okay. To be. Nochmal. You drive me crazy. I just can't see. I'm so excited. Oder ich weiß auch nicht, wie der Text ist. Es gibt so Momente, da fühle ich mich irgendwie jung geblieben und es gibt Momente, da fühle ich mich wahnsinnig alt. Ja. Das ist so einer davon. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 26 nicht aufgepasst hätte... Dann wärst du daran vorbeigeschlittert? Nee, dann wärst du vielleicht meine Tochter. Also jetzt, dann könntest du meine Tochter sein. Du bist doch 20. Ja. Ich bin 46. 46? Ja, alt, ne? Hört man dich eigentlich im Saal, wenn du erzählst? Hört ihr eigentlich da hinten, wenn Lena spricht?
Dann ist ja gut, weil ich höre dich hier schon ganz lange. Du hast so eine leise Stimme, Wahnsinn. Ja. Ja, das ist, so rede ich ja. So. Ja, das ist richtig, ich habe nicht so ein lautes Organ. Vielleicht ist meins aber auch einfach sehr laut und deins ist normal. Vielleicht hörst du auch einfach tierisch schlecht. Jungs, es dauert nicht mehr lange, dann stehe ich da draußen bei euch. 30 Jahre. Aber ich habe noch 30, na, ich sag mal noch 20. Ja, ich habe neulich noch einen Bericht gehört, dass zu viel laute Musik die Ohren kaputt macht. Muss ja nicht mit, nichts mit Alter. Hast du denn nicht viel laute Musik? Nee. So, machst du nie einen Kopfhörer und dann so richtig so laut bis kurz vor wehtun? Nee. Wow. Aber dann wird doch Musik erst geil. Ich habe 3 Fragezeichen zum Einschlafen. Immer noch? Mhm. Manchmal. Okay. Ich muss was fragen. 15 Monate. Crash-Berühmtheit. Bundeslena. Alle sind Lena. Und auf einmal, wumm. Wolltest du auch wie Britney Spears dir mal die Haare abschneiden oder schlimme Sachen machen? Also, ehrlich gesagt, war ich nie so rebellisch drauf. Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, die ist auch weniger rebellisch, obwohl, als einfach nur fertig. Ich habe heute gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und sie, und die hat rote Haare jetzt. Und ich habe mal vor 2 Jahren gesagt, ey, wäre doch voll geil, wenn ich mir die Haare orange färbe. Und dann sagt sie, wie eklig, ne? Geht gar nicht, Lena. Und dann habe ich gesagt, oh, ich fände es voll cool, wenn ich mir ein Septum stechen lasse. Und sie sagt, oh nee, geht gar nicht. Aber wenn du so lange schöne braune Haare hast, wie lange das dauert, bis dieser rote Shit da raus ist, muss man wieder gegenfärben. Ja. Meine sind jetzt nicht gefärbt. Deine? Nein. Doch, ich habe mir so einen kleinen grauen Ansatz färben lassen, weil es natürlicher aussieht. Ansonsten habe ich heute die Hochzeitsfrisur-Variante, wow, habe ich heute gedacht. Ich dachte, zur Spitze passt es. Was ist mit Drogen? Das ist ja Mensch. Zur Eurovision Song Contest Zeit gab es nie, also ich meine, ich habe immer so mitgefühlt und habe gedacht, wenn ich jetzt da hinten Lena wäre in der Garderobe und ich müsste jetzt vor 120 Millionen Menschen rausgehen und das Lied singen, jetzt bräuchte ich was. Entweder ein Taxi oder was Ordentliches. Ich weiß nicht was, aber mich hätte da keiner rausgekriegt. Also ich hab noch nie Drogen genommen, deswegen kann ich nicht sagen, was sie bewirken. Ich auch nicht, aber in dem Moment hätte ich sie sagen, was. Also ich habe zu viel Schiss davor, einfach den totalen Verlust der Muttersprache zu erleiden. Mhm. Durch so Drogen, weil ich schon von einem Schnaps auf dem Boden liege. Und deswegen... Und was hat dir geholfen, dass du da doch raus bist? Ja. Ja. Schubsen? Ja, auch. Echt? Ja. Also ich war tatsächlich... doch echt in die Hosen gemacht, da wäre doch keiner von uns rausgegangen, oder? Ich war kurz davor. Und dann muss man auch sagen, ich finde, wenn du dann noch ein Lied hast, wo man so, oh yeah, so machen kann, geht's. Aber du musstest ja, hey, du konntest ja nicht mal dich bewegen, damit die Nervosität rauskommt. Oder sagen wir mal, dann hast du so ein Mikro in der Hand und dann würde man doch, so würde mein Mikro, by a stranger. Und hast du, als du rausgegangen bist, ganz kurz das Gefühl gehabt, jetzt kippe ich um? Nee, ich habe kurz bevor ich rausgegangen bin, das Gefühl, jetzt übergebe ich mich. So, und das ist ja scheiße, weil das ist ja live. Ja, und ist auch nicht gut für die Stimme. Oder man hätte... Nee, und das ätzt, macht die Zähne schlecht, ätzt die Zähne weg. Ekliger Mundgeruch. Ekliger Kotzmundgeruch, ist auch doof. Wäre jetzt fürs Fernsehen nicht so schön. Das sind diese billigen, die man nur einmal aufmacht und dann wieder zuhaut und dann einfach weglegt. Du, ich habe hier noch so ein paar Sachen. Was magst du denn generell an Männern? Was so ein Typ, Mann, wo du sagst, oh, den finde ich ganz toll. Also mein Freund finde ich ganz toll. Du hast einen Freund? Mhm. Das finde ich ja toll. Hätte ich jetzt gar nicht gefragt, weil ich dachte, das würdest du nie erzählen. Ja. Und wie, mit dem bist du schon lange zusammen? Ja. Ich habe den mal gesehen. Darf ich das denn auch sagen? Ja. Und er ist extrem sympathisch und ganz nett. Und ich habe Hallo gesagt und das weiß ich schon ganz lange, dass du einen Freund hast. Und ich habe das nirgendwo erzählt, aber wenn du das jetzt hier erzählst... Ja, mein Gott. Ja, also es ist super. Du musst ja dann immer so lachen, wenn wieder in irgendeiner Zeitung stand, der ist jetzt dein Freund, jetzt ist der dein Freund und der. Und nur wir wussten alle immer Bescheid, aber die Zeitung nicht. Ihr Idioten. Ich glaube, es ist einfach, weil du halt nicht von Anfang an direkt rein bist in die Boulevardpresse, müssen die sich einfach was ausdenken. Ja. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Gemeinsamkeit. Also wir haben, glaube ich, einige Gemeinsamkeiten, habe ich gelesen. Wir haben total viele. Aber du guckst so gerne Horrorfilme. Ja. Ich auch. Ja? Ja. Ich liebe Horrorfilme. Und es ist so schrecklich und so schön. Und ich bin ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ich habe diese Scream-Dinger natürlich geguckt. Und ich hole die immer, es ist so, ich habe bei Saturn einen Berater. Dann gehe ich immer hin. Und der hat lange schwarze Haare und ist ein... Frau Müller ist da!
Und dann sagen die immer schon, wir holen Guido mal. Und dann kommt Guido immer und drückt mir so 10 neue Horrorfilme. Dann muss man sich eigentlich immer merken, wie die heißen. Ja. Aber es ist dieser, wo dieses Pärchen in dem Haus wohnt, also der ist so ganz gruselig. Funny Games. Nein, dieses, wenn du den Titel sagst, dann ich erkläre dir mal, wie der ist. Das wohnt in dem Haus und es ist ein Geist in diesem Haus. Und der ganze Film geht nur darüber, dass der Mann eine Kamera installiert ins Schlafzimmer. Paranormal Activity. Ja, Paranormal Activity. Den finde ich ganz gibt's schlimm. Auch den zweiten es Teil. Gibt nämlich jetzt den zweiten Teil. Ja, ich mag den kaum gucken, weil das verfolgt mich sehr. Ist gut. Das ist Horror very, very fies. Und dann mag ich aber auch diesen Splatter mit, da liegt schon jemand auf dem Boden. Ja. Und dann hörst du nur am Anfang. Und dann kommt schon die Kettensäge. Und das ist ganz schrecklich. Nein, das ist natürlich ganz schrecklich, aber man muss sich ja immer, finde ich, entscheiden. Es gibt ja die Emotionen, die es gibt. So Liebesfilm, oh, traurig, schnulze Emotionen. Und es gibt wirklich die Schrei und die. Gib mal die beiden Masken, die da hinten liegen. Hinterm Buddha sind zwei so Masken. Ah ja, die Screen-Masken. Ja. Manchmal öffne ich so die Tür, das finde ich immer ganz schön. Wie geil. Wenn Zalando kommt. Ah! Oh Gott, oh Gott. Und man kann die ganz toll aufsetzen. Und die stinken. Und die stinken so schön. Mit Nitrosamin. Ich liebe das. Und weißt du, was du gesagt hast, dass du nach so einem Horrorfilm, weil du guckst du den immer alleine auch? Ja, manchmal. Immer Teleshopping. Ja, und danach guckst du immer Teleshopping. Aber das finde ich ist ja noch mehr Horrorfilm als der Horrorfilm an sich. Ich setz mal wieder ab. Okay. Nacht heute mit Lena, die frisch entschleunigt nach dem Song Contest gekommen ist. Dann die Hardcore-Moderatoren Joko und Klaas sind da und ich freue mich auf Musik von Casper, das wird ganz, ganz toll. Und dann haben wir ja in Österreich noch eine ganz schräge Kapelle ausgegraben, die Holzdorn im Big Bamboo Club oder so ähnlich. Aber die sind toll. Ich freue mich. Wir haben wahnsinnig viele junge, hübsche Leute heute in der Stadt. Irgendwas ist. Warum wohl? Hallo! Shirt anziehen. Welches Shirt? Na, das Shirt ist so schmal. Guck mal. Wollt ihr, das ist ein ganz normales Shirt. Ja, du bist so schmal und dein Shirt macht es noch schmaler. Tatsächlich? Ja, guck mal, ich arbeite jetzt noch. Guck mal, du hast einen schmalen Gürtel. Ja. Ich habe dafür einen schmalen Gürtel genommen. Man soll aber ja eigentlich breite Gürtel nehmen, damit man selber schmaler wird. Deswegen kamen mir die breiten Gürtel eigentlich sehr entgegen. Aber Hase, du bist so schmal, dass du keinen breiten Gürtel brauchst. Aber Mausi, ich arbeite ganz anders als du. Ich habe früher auch so gearbeitet und jetzt arbeite ich, das geht immer höher, ne? Und kriegt hier den Gürtel und da, wo es der einzige Punkt, wo es noch ein bisschen schmal ist, der wird hervorgehoben. So, was trinkst du? Bier oder lieber Wein? Wein, bitte. Ehrlich? Oh Gott, Bier. Nee, toll. Ich trinke Bier. Rot oder weiß? Weiß. Und wollen wir einfach eine Schorle trinken? Ja.
weil dann sind wir nicht so ganz so schnell besoffen. Nicht so total breit sofort am Anfang. Ja, ja, ja. Wir würden zwei Weißweinschollen, glaube ich, nehmen. Please. Soll ich durchrutschen? Bitte schön. Oh, Baby. Oh, das sind, oh, wenn ich einmal kurz, ich muss was machen, nimm mal hoch und leg den mal da auf. Jetzt gezeigt wurden und hat es sich wenigstens gelohnt? Hat dir die jemand geschenkt oder hast du dir die selber gekauft? Ich habe mir selber gekauft. Stehst du eigentlich auf ältere Männer oder auf jüngere? Weil ich sehe sehr glasige, leicht herzige Äuglein da draußen, sich an junge Jugendtage erinnern. So sieht aus wie Elisabeth damals. Ja gut, ich kann jetzt eigentlich nichts richtig sagen, wenn ich sage, ich stehe auf Jüngere, dann bin ich eklig. Dann würdest du ja auch auf 13-Jährige stehen, wenn du auf Jüngere stehst. Und wenn ich auf Ältere stehe, dann wäre ich auch eklig. Ja. Also unbedingt gleich alt, ne? Ich bin ziemlich normal. Passt du mittlerweile total auf, was du sagst? Ja. Erstmal anstoßen. Ja. Prost! Prost! Prost. Hey, hey, hey. Synchron, entschuldige. Mit Matthias Schweighöfer, der lief im Kino und haben die dich direkt gefragt und fand's so toll. Ja, fand ich super. Habt ihr schon Bierdeckelchen eigentlich vielleicht ein paar vorbereitet? Sie. Wir gehen hier mal rauf. Was? Warte, ja, ich muss mal eben gucken. Wollen wir nicht mal jetzt Plätze tauschen oder was? Nein, wir setzen uns jetzt da oben mal rauf. Warum steigen wir hier drauf? Weil wir jetzt da, guck mal so, und dann ist es jetzt der Abend für mich und meine Irms. Okay, gut, das ist... Dann, kannst du da auftreten? Ich hab ein bisschen Schiss. Ja, ich ja nicht. Wir machen es anders. Ich mach vor. Ja, okay. Fertig? Warte, jetzt geh ich runter, du gehst rüber. Oder soll ich oben bleiben? In den Groove. Dann trinken wir noch einen. Ich trinke, wo ist mein Bier? Wo ist denn mein Bier, Mann? Hallo, ich bin Ina, wo ist denn mein Bier? Nee, sag mal bitte. Nee, sag mal du mal. Hier. Was hast du für eine Schuhgröße? 38. Oh, echt? 38? Hm. Bitte 57 und 138? Ich habe 38 und ich nehme aber ehrlich gesagt immer 39, damit hinten du viel Platz ist. Ne? So. Und wenn ich dann Blasen habe, kann ich da Tempotaschentücher hinten reinstauben. Und vorne noch 5 Gelpads und so. Und dann es gibt also die einzigen, die helfen, sind so welche, die in der grünen Verpackung sind. Compete, ne? Ja. Ja, die helfen, die sind ganz toll. Wirklich? Die vergisst man manchmal, obwohl man gebadet hat. Das finde ich so toll. Dann kommt man raus und nach so ein paar Tagen denkt man, hoppla. Kleiner Scherz. Hast du manchmal eigentlich, wenn du sehr viel redest, auch Laberschaum im Mund? Ich habe manchmal, ja, manchmal, ich sehe das, dann kommt so fupp und dann denke so ich, oh, wie peinlich. Die Leute denken, da kommt jetzt noch Hühnchen. Das ist ganz weiß, leicht schaumig, wenn ich viel geredet habe. Und das ist, glaube ich, Laberschaum. Mein Mund wird immer trocken. Mein Mund, also ich habe keinen Laberschaum, ich habe den Trockenmund.
Ja, das habe ich nicht. Ich habe eher immer zu feucht. Ja, auch nicht schlecht. Generell. Ja. Was ist das denn? Geht noch drauf? Was mit Jimmy Blue? War das auch mal? Ja, war auch mal. Also war auch mal eine Schlagzeile. Ist nie was gegangen. Was ist das überhaupt? Warum? Das sind jetzt Feedback-Fragen vom Publikum, so, von den Leuten da draußen, von meinen Shanty-Jungs und alle. Gib mal ein paar Stifte und Bierdeckel raus, die dann wieder eingesammelt genau, werden. Schreib mal schön. Alle dürfen dann schreiben. Super. Hast du schon mal, widersprochen? Wieder mit IE? Wieder? Nee, widersprochen wird nicht mit IE geschrieben. Eben. Wer hat das geschrieben? Grammatik? Ja. Okay. Wieder von wieder und wieder gleich gegen. Aber guck mal, hat ihr überlegt. Ist nicht schlimm. Ja, warum nicht? Hä? Ich hab doch, ich widerspreche doch andauernd. Lena, glaubst du, du hättest den Eurovision auch mit Pickeln und Hakennase gewonnen? Hakennase. Das kann man doch nicht sagen. Hey, es warm drunter. Mir wird schlecht. Ehrlich? Das stimmt. Aber es riecht nach Kaugummi eher. Also, wie der früher bei uns auf dem Dorf roch, der Kaugummi. Okay, als er noch nicht so weit entwickelt war. Das sieht echt hardcore aus. Ja, yeah, und warm. Ja, aber lass ruhig auf. Horrorfilme sind geil. Liest du auch Horrorbücher? Ja, ich habe jetzt gerade von Jack Ketchum Evil gelesen. Das ist echt billiger Horror eigentlich, aber es ist total geil. So wollen wir es ja. Ja. Billig und geil. Die ganze Zeit eine Fruchtfliege vor deinem Gesicht rum. Mhm. Es ist aber immer dieselbe, aber oder sind es mehrere? Es ist eine Öffnung. Oh, der fiese Schlauch. Oh, der ist toll. Oh, der ist super. Was kommt denn da für Luft raus? Wo kommt die Luft denn her? Was hat denn Mama gemacht? Hat die dich so die kommen, das sage ich dir. Ich wollte eigentlich hier drunter so eine Klimaanlage haben. Das ging aber nicht, weil man es hört. Und dann wurde ein Rohr verlegt. Ein Rohr verlegt von draußen hier unter Bank durch hier hoch und dann so. Crazy. Ja, ein bisschen crazy. Crazy Girl. Was hast du die letzten 4 Monate eigentlich gemacht? Das war jetzt aber gerade eine große Fliege. Hast du das gesehen? Nee. Das war schon ein Brummer. Echt? Die sonst nur im Mett sitzen und auf Hack. Oh. Das finde ich ekeliger als Horrorfilme zum Beispiel. Wollen wir mal ein bisschen singen? Ja. Und stimmt es, dass du überlegt hast, Theologie zu studieren? Ja, Philosophie. Philosophie und Theologie? Ja, es ist Philosophie jetzt. Das ist geil. Hast du eine Putzfrau? Oh. Bitte? Hast du eine Putzfrau? Woher kam das denn jetzt? Von mir. Also aus welcher Ecke? Da. Wo hast du das hergekramt? Ja, Putzfrau. Okay, nee, ich habe keine Putzfrau. Ich putze mein Klo und ich koche selber. Ich koche auch gut. Und echt? Backe auch, ja. Backst du auch so zwischendurch so einen Kuchen? Ja, und auch Brownies und Kekse. Und ich koche tierisch und gerne. Wer ist und das dann? Ich. Ja, alle so, die Lust haben. Ich bringe auch, also ich backe auch und gehe dann irgendwo hin und sage, hier, iss mal. Und du bist ja jetzt umgezogen von Hannover nach Berlin. Nach Köln, so. Ja, ich denke immer, du bist Berlin, aber bist du gar nicht. Köln. Köln ist schön? Ja, super. Magst du? Ja, außer Köln. Kannst du manchmal bei Stefan Kaffee trinken? Seid ihr befreundet eigentlich? Ja, ich würde schon sagen. Wollt ihr schon mal, mal reingrooven? Wir singen jetzt einfach. Yeah.